Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Weißwasser. Jetzt hätte ich fast schon wieder gesagt Oberböser. Nein, es ist nicht Oberböser, es ist Weißwasser. Und es ist ein schönes Städtchen und das passt zu Weißwasser. Guck mal hier mit dieser Aussicht über den See. Einfach großartig, wie ich finde. Und das Ganze irgendwie so auf einen Hügel gebaut hier und der Bahnhof gefällt mir eigentlich gut. So, jetzt haben wir einen ganzen Strauß voller Arbeiten. Und zwar, ja, ein Großteil davon sind Korrekturen oder, ja, Verbesserungen, die von euch kommen. Vielen Dank dafür. Wir fangen jetzt mal an mit Verbesserungen, die von mir kommen. Nämlich, dass die Strecke hier mal noch Signale bekommt. Ich meine, so blöd war es eigentlich gar nicht, dass wir die Signale jetzt erst nachträglich setzen. Ganz einfach deswegen, weil jetzt haben wir hier einen Zug und wir haben da hinten in Uppsala einen Zug. Wahrscheinlich. Das heißt, die sind maximal auseinander. Und das ist natürlich zehnmal besser, wie wenn die hintereinander hertuckern. Also, wir brauchen hier mal sicherlich eine Weiche. Damit fängt eigentlich alles an. Und dann kriegt er auch gleich... Aha, da möchte er schon losfahren. Dann kriegt er auch gleich eure Signale. Wann kommen denn jetzt hier endlich die anderen Signale? Jetzt haben wir 1918. Und immer noch nur diese hier. Naja, okay. Dann ist es so, wir machen jetzt diese Signale hin. Okay, einmal hier einen Block. Hier runter. Machen wir hier den Klassiker, finde ich immer wieder schön. Vor und nach der Brücke. Keine Ahnung, warum ich das so cool finde. Ich finde es halt cool. So, da können wir ein paar Signale machen. Und das führt mich natürlich jetzt wieder zurück zu dem, was ich eh gesagt habe. Nämlich, dass hier eigentlich mehr als nur drei Züge raufgehören. Ich muss mir ein bisschen angewöhnen oder mich wieder daran gewöhnen, dass wir eben ohne Kosten spielen. Da kann man natürlich ja auch 20 Züge raufsetzen, wenn die Strecke das hergibt. Spielt ja keine Rolle, kostet ja nichts. So, jetzt haben wir aber drei. Das werden wir später noch ändern. Hier machen wir so, dass kein Zug auf der Straße steht. Dann reicht das hier glatt nochmal für ein Signal. Dann haben wir wahrscheinlich hier vorne, doch, da haben wir natürlich eine Weiche. Da machen wir, zack, hier eins vor der Straße wieder. Hier ist noch der Bahnübergang zu machen, genau. Und ansonsten geht es jetzt in die Richtung, aber ich würde sagen, bevor wir da weitermachen, machen wir jetzt diesen Bahnübergang. Sonst vergesse ich es nämlich wieder. So, einmal den hier. Und ja, ist doch nett. Okay, zurück zu den Signalen. Wenn wir hier rausfahren, dann bräuchten wir... Ja, wenn wir jetzt hier eins hinstellen, dann stehen wir wieder dem im Weg. Das heißt, wir machen das ein bisschen später. Haben wir hier... ich mit meiner Weiche. Doch, hier haben wir eine Weiche. Dann würde ich sicher hier einsetzen. So, und das andere machen wir hier hin. Machen wir hier gleich zwei. Passt. Wobei, halt, das war jetzt genau falsch. Wenn, dann so. Machen wir das doch gleich wieder hinten. So, dann reichen wir ein Signal. Ist eigentlich egal, welches. Es sind beides Blocksignale, die heißen nur anders. So, zack. Hier nochmal. Ja, da könnte man tatsächlich 30 Züge draufsetzen. Aber ja, wollen wir das? Eigentlich ja. Wenn ich ganz ehrlich bin. Wir werden das jetzt bei künftigen Linien tatsächlich so machen, dass wir weit mehr Züge raufsetzen, damit wir richtig schön Verkehr haben, so wie in den früheren Staffeln. Das sah doch immer klasse aus, wenn hier wirklich Zug an Zug daher kam. Gut, also Signale haben wir. Da können wir einen Haken dahinter machen. Schranke ändern bei Zürich, das habe ich gerade gemacht. Dann die Busse Uppsala, die haben wir noch. Okay, dann machen wir das mal. Jetzt wäre es natürlich noch schön, wenn der irgendwie hier unten durchfahren würde. Deswegen, ja, wir müssen aber trotzdem die Bushaltestelle auf der anderen Seite machen. Wir sollten die schon dort machen, wo der Haupteingang ist. Interessant, wie sie hier gleich wieder gebaut haben. Gefällt mir. Gut, Busse. Ist hier irgendwas dazugekommen? Wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht sowas Kleines. Die Frage ist halt, wohin mit dir? Hast du hier Anschluss an den Bahnhof? Doch, man sieht relativ eindeutig. Warum nicht hier dazwischen? Zack, einmal so. Dann nehmen wir gleich mal Kollege Wischmopp, damit wir das ein bisschen begradigen können hier. Sieht dann wieder organischer aus. Bestens. Dann brauchen wir die normalen Bushaltestellen und die werden wir jetzt einfach hier natürlich in die Stadt reinstellen. Was sollen wir sonst damit machen? Nehmen wir doch mal die kleinen hier. Sowas in der Richtung. Also wir kommen von dort. Düsen nach hier hinten. Hier hätte ich gerne eine Straße, die verbindend wirkt. Ja, die darf auch ein bisschen breiter sein. Dann geht sie nicht. Okay, aber so geht sie. So, wieder zurück zu den Bushaltestellen. Wir haben dort eine. Dann düsen wir hier außen rum, halten hier. Hier wird ja eh auch noch gebaut. Dann halten wir hier kurz, düsen hier runter und halten hier noch. Und dann haben wir eigentlich den Großteil sowieso am Haken. Die müssen ein bisschen laufen, die hier im Zentrum. Aber mein Gott, das soll ja gesund sein, habe ich mal gelesen. So, also, das wäre dann von hier nach hier, nach da, wieder zurück.
Und dann wieder 5, 4, 3. Das ist einfach die einfachste Methode, eine Buslinie zu erstellen. Ich weiß, man kann es auch anders machen mit zwei Linien etc. Wir machen es jetzt halt so. Ist tatsächlich einfach am einfachsten. Also wo sind wir denn hier? Hier sind wir in Uppsala. Okay, sogar mit Großschreibung. Schau mal an. Uppsala und dann ist das nichts anderes wie der Bus. Ja, Us, genau. Ass. Mann, wo ist mein B? Come on. B. Jetzt funktioniert irgendwie das B nicht. Das gibt's doch nicht. Das kleine geht. Jetzt geht das große auch. Da lag was drunter. Sachen gibt's. Okay, Uppsala Bus. Manchmal ist das Beschriften der Linie fast schwieriger als das Linierstellen. Das gibt's ja nicht. Gut, ein Depot. Nehmen wir mal wieder das Normale. Ich würde jetzt nicht wirklich in jeder Stadt hier eine Tanke machen, auch wenn das natürlich durchaus Sinn macht, weil die meisten Städte irgendwo irgendwie eine Tanke haben. Aber wir machen das jetzt mal anders. Können wir dich hier hinsetzen? Ja. Geht nicht von der Straße her. Muss auch nicht unbedingt hier sein. Vielleicht sogar hier hinten. Moment. Oh, jetzt habe ich natürlich genau den Effekt, den ich eigentlich wollte, dass man hier hinten lang düst, dass man hier unten durchdüst. Aber egal. Das ist ja wahrscheinlich nicht die letzte Buslinie, die wir machen. Hier in dem Städtchen, das geht aber irgendwie auch nicht. Okay. Hier hinten auch nicht. Nochmal einmal drehen. Jetzt. Zack. Jetzt, zack. Passt. Was brauchen wir denn hier für Busse? Wir schauen mal. Ja, die Auswahl ist natürlich nicht riesig. Wir nehmen mal für den Anfang diese Orion. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Die haben wir sogar ziemlich sicher noch nicht. Oder haben wir die doch schon? Ne, die haben wir, glaube ich, die Mack. Die haben wir. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir die nicht schon haben, aber egal, dann haben wir die. So, da hätten wir noch eine Dampfwalze, aber ich glaube, das müssen wir den armen Schweden hier in Uppsala nicht antun. Gut, kaufen wir. Eine ganze Armada. Eben, ich möchte mir jetzt wieder angewöhnen, dass wir hier tatsächlich wirklich viele Fahrzeuge haben. Wenn sie schon nichts kosten, dann dürfen das auch ein paar sein. Ja, auch sehr schön. Gleich mal einsteigen, dann können wir nämlich gucken, wie das ist, wenn man hier unten durchdüst. Ist eigentlich auch ausgelegt für eine Tramlinie, man sieht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Kann ja sein, dass wir hier später auch noch eine Straßenbahn machen. Ist ja nicht verboten. So, ich werde nochmal ganz kurz diesen hier machen. Einfach, weil mir diese Kameraperspektive wirklich extrem gut gefallen. So, mit dieser dynamischen Kamera. Man sieht die jetzt komischerweise. Oh, ich drücke in die falsche Richtung. Entschuldigung, muss nochmal zurück. So, irgendwo müsste doch hier die dynamische Kamera sein. Ja. Die ist jetzt halt gerade nicht. Vielleicht ist die halt auch nicht bei jedem Fahrzeug dabei. Das ist ja jetzt auch nicht so ein Drama. Gut, hier haben wir also auch die Busse. Das heißt, der Bahnhof wird versorgt. Das passt soweit. Die haben ihre Arbeit aufgenommen. Hier warten eh schon die ersten Leute. Guck mal. Sehr gut. Jetzt ist halt tatsächlich... Sollen wir hier nicht vielleicht doch noch schnell zwei weitere Züge? Wisst ihr was? Wir machen zwei weitere Züge. Ich weiß ja noch, welche Lokomotive das war. War es die hier? Nein, die war zu langsam. Die hier war es. Die macht 145 km/h. Und dann bei den Wagen, Passagier, dann nehmen wir wieder die gleichen. Und dann nehmen wir andere Wagen, da kommt gerade was Neues. Die Amilok und hier neue Alpenwagen etc. Hier noch, ja das müsste, was ist das hier, eine Straßenbahn? 8000 mm, echt, oh das ist eine Mod. Ganz klar, gut, wir können ja auch andere Wagen nehmen. Das wird durch den Fahrzeugersatz dann sowieso reguliert. Wie schnell sind die? 100 km/h, die Gleise lassen 120 zu. Dann möchte ich eigentlich auch 120 haben. Nehmen wir die hier, die Heavy White. Okay, dann haben wir andere Wagen wie bei den anderen Zügen. Passt, dann machen wir glatt mal, 207 Meter. Die Bahnhöfe müssten das eigentlich hergeben. Wir machen nochmal drei. Jetzt klotzen wir mal. Come on, wenn ja eben das Ganze sowieso nichts kostet. Und die Strecke hat so viele Signale und ist so lang. Also das müsste eigentlich funktionieren. Die haben schon Platz. Jetzt wollen wir natürlich den Zug noch schnell sehen. Oh, da fehlt die Doppeltraktion. Na ja gut, dann haben wir halt tatsächlich jetzt hier wirklich verschiedene Züge drauf. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Beim Fahrzeugersatz machen wir wieder eine Doppeltraktion. Das gucken wir dann, wenn es soweit ist. Fahrzeugersätze, die mache ich tatsächlich erst, wenn wir eine größere Auswahl haben. Also da brauchen wir weitere Lokomotiven etc., damit wir ein bisschen arbeiten können damit. So, okay. Ja, cool. Wie heißen die? Das sind nicht Pullmänner, das sind die Enterprise. Aha. Ja, und relativ lang, wie man sieht. Das war genau die Idee. Sehr schön. Jetzt werden wir hier nämlich auf der Piste tatsächlich entsprechend Verkehr haben. Was haben wir denn für eine Kapazität hier? 133. Ja, das heißt, wir können hier auch ordentlich Leute abtransportieren. Wenn das dann boomt, dann sind wir vorbereitet. Gut, was haben wir als nächstes?
Bretter zu Werkzeugfabrik. Genau, das war das eine, was hier schon öfters geschrieben wurde. Nämlich, das war eigentlich diese Bretter, die wir hier... Haben wir die hier? Moment. Ja. Na, come on. Da müsst ihr noch das richtige Teil erwischen. Ach, das ist sowieso nur der Haltepunkt. Passt doch. Ist aber das falsche Ding. Wo haben wir denn die Bretter? Hier hinten. Ach, come on. Was für ein Durcheinander. Okay, die stellen Bretter her, genau. Und die müssen wir abtransportieren. Das können wir machen, indem wir die zu einer Werkzeugfabrik bringen. Und die werden dort Werkzeuge herstellen. Ne, Werkzeugfabrik. Eine Maschinen- und Werkzeugfabrik. Maschinen stellen sie keine her. Dafür brauchten sie, glaube ich, noch Stahl. Oder irgendwas, wenn wir hier gucken. Werkzeuge hier. Bretter oder Stahl. Und hier Maschinen. Bretter, Stahl, Stahl, Kunststoff. Also wir müssen nach hier oben. Das ist eigentlich auch eine Sache, die könnte man tatsächlich auch mit der Bahn machen. Aber weil das jetzt was Größeres ist, würde ich das nochmal kurz verschieben. Weil wir haben ein paar Sachen, die sind kleiner, die haben wir schneller. Nämlich, die Linien müssten... Ja genau, hier oben haben wir ja den Bahnhof ausgebaut. Das haben wir eigentlich gut gemacht. Aber die Linien, ja tatsächlich, die beiden, die nutzen die gleichen Linien. Also die gleichen Gleise. Das müsst ihr natürlich nicht unbedingt machen. Wir machen das mal so. Du gehst in die 2. So, und dann funktioniert das auch. Danke für den Hinweis. Ich dachte, das wäre automatisch richtig gewesen. Mhm. So viel zum Thema, denkste. Aber hier wartet Treibstoff. Also die Linie funktioniert. Das ist auch gut. Dann haben wir, glaube ich, alles. Jawohl. Zumindest im Groben. Da werden wieder noch ein paar Sachen dazukommen. Irgendwas ist ja immer. Zum Glück. Denn das gibt dann eben auch immer schön was zu tun. Gut, dann machen wir doch das jetzt, dass wir hier tatsächlich nach da hochdüsen und hier die ersten Werkzeuge herstellen. Diese Werkzeuge, die kommen dann aber nicht direkt hier in die Städte, sondern die kommen ganz klar nach hier unten. Uiuiui, haben wir hier Treibstoff. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wisst ihr was jetzt, bevor wir das mit dem Bretter machen, wir müssen gucken, dass wir den Treibstoff wegkriegen. Wir müssen von hier aus mit anderen Zügen den Treibstoff wegkriegen. Also... Hier unten haben wir Petto. Die haben keinen Treibstoff. Das haben wir eben noch nicht wirklich gemacht. Das könnte man jetzt von der Strecke her definitiv mit LKWs machen. Die Frage ist, möchte ich das? Möchte ich hier mit LKWs? Wenn wir schon so viele Gleise haben, würde sagen, das gibt dann eher irgendwie so eine Rangierlok. Wir haben halt noch keine Rangierloks. Dass man mit Rangierloks darunter fährt. Aber wenn wir halt keine haben, dann können wir das noch nicht machen. Dann machen wir das vielleicht tatsächlich doch besser. Mit LKWs. Wir machen hier mal ein LKW-Port hin. Eins, das hier natürlich Zugang hat zum Bahnhof. LKW war hier. Wir haben nämlich das große Teil. Das hier. Sehr gut. Haben wir sonst noch was Neues? Nein. Dann nehmen wir das hier und hängen das irgendwo hin, wo es cool aussieht und Sinn macht. Reicht das? Ich glaube nicht. Aber hier oben müsste es doch eigentlich reichen. Und ich hier reinhängen. Ja, das müsste noch funktionieren. Das wäre noch... Sonst müssen wir dort die Straße nochmal kappen. Oder hier? Ja, das ist alles genau zu knapp. Oder wisst ihr was? Das Gleis brauchen wir im Moment ja noch nicht. So, jetzt kriege ich dich doch dahin. Natürlich, das klappt. Und den Bahnhof haben wir auch. Zack, dann haben wir das. Dann machen wir das mit LKWs. Das geht hier runter und geht hier in die Stadt rein. Okay. Treibstoff muss, ich glaube, in Richtung Gelb. Nee, genau nicht. Doch, in Richtung Gelb. Nach da hinten. Sollen wir gleich mal die Bushaltestelle nehmen? Ich würde sagen, ja. Also das wäre dann zack, nach da. Und hier rauf ist zwar doch ein ordentliches Stück. Ich denke, früher oder später werden wir hier wahrscheinlich tatsächlich noch auf Eisenbahn umstellen. Okay, das wäre dann hier Petuf. P. Ein E. Dann O und W. Stimmt das? Jawohl. Und dann ist das im Prinzip einfach LKW. 3. Stoff. Ich hoffe, ich habe es groß geschrieben. Jawohl, das passt soweit. Alles in Ordnung. Ein Depot haben wir. Nein. Haben wir hier kein Depot? Das gehört natürlich hier auch noch hin. Also ein Depot haben wir natürlich, aber ich meine ein Depot für Straßenfahrzeuge. Hier kommt noch eine Tanke hin. Das kann auch optisch nicht schaden. Hier haben wir hier rein, wenn es funktioniert. Oder vielleicht sogar gedreht. Ja, hier unten. Das passt perfekt hier hin. Dann haben wir hier auch schon wieder ein bisschen was. Zack, an Gebäuden. Passt. Okay, wir brauchen die LKWs. Güter, was haben wir hier? Ich würde sagen, wir nehmen mal die Mack. Dann haben wir die auch am Schlüssel. So, Treibstoff. Erstmal kaufen vielleicht. Beziehungsweise, das hätte ich jetzt wahrscheinlich, was erzähle ich denn? Ich habe gerade was ganz anderes überlegt.
Eben, das hätte ich natürlich auch vorher machen können. So, Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff. Das reicht nicht mal, würde ich sagen. Das ist dann doch eine gewisse Strecke. Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff. Wo haben wir euch denn? Da, gefunden. Zack, 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 zack. Damit hier auch wirklich Verkehr entsteht, Linie zuweisen. Dann wäre das hier. Ach, das haben wir schon? Wir haben ja schon eine Linie. Warum haben wir denn hier schon eine Linie? Dann haben wir ja... Hä, jetzt... Ach, das sind die hier? Okay, jetzt ist die Verwirrung komplett. Nee, das sind nicht die hier. Was ist das denn hier für eine Linie hier unten? Come on. Ich werde jetzt die Linie mal... Doch, ich weise sie zu. Kann ja nicht schaden. Allerdings, nein, ich weise sie nicht zu. Ich muss tatsächlich zuerst gucken, was hier mit den Linien ist. Also, was haben wir denn hier? Wir gucken mal. Treibstoff. Da haben wir eben doch schon eine Linie gemacht. Wann habe ich die denn gemacht, die hier runter den Treibstoff bringen? Wo bringen die den hin? Ich werde diese Linie hier mal kappen. So, die neue. Und die alte. Mal aufrufen und mal gucken, wo fahren die lang. Man sieht sie kaum. Können wir nicht eine angenehmere Farbe haben? Irgendwie sowas. Okay, hier außen rum. Hier rauf. Ach, ja, guck mal einer an. Die halten genau dort. Das ist, jetzt habe ich exakt genau das gemacht, was ich anscheinend vorher schon gemacht habe. Tut mir leid. Ich nehme halt zwischendurch noch was anderes auf und ich habe noch ein anderes Leben. Aber das beunruhigt mich jetzt trotzdem ein bisschen. Weil so alt kann die Linie dann doch nicht sein. Aber okay, ist ja egal. Die Linie haben wir wieder gelöscht. Jetzt haben wir natürlich hier im Fahrzeugdepot drin noch die ganzen Fahrzeuge. Die brauchen wir in dem Fall nicht. Die könnt ihr wieder haben. So, muss man tatsächlich alles einzeln machen. Okay, dann ist hier leer. Dann passt das. Jetzt haben wir wenigstens noch ein Depot hier. Ist doch auch in Ordnung. Aber jetzt bleiben wir dabei. Hier muss trotzdem der Treibstoff weg. Dann würde ich sagen, wir gehen nach Süldorf. Und das machen wir mit der Eisenbahn. Wir haben hier ja eigentlich Gleise. Die könnte man eigentlich hier mitnehmen. Beziehungsweise wir könnten das ausnutzen. Und dann wird es hier schwierig. Wir müssen im Berg drin raus, sozusagen. Können wir das machen? Ich schnappe mir mal ein Gleis und gucke. Wir haben immer noch nur die 120er Gleise. Dass wir hier irgendwie rausgehen. Dann kämen wir hier raus. Dann geht es dort Richtung Städtchen. Würde ich eigentlich glatt machen. Oder sollen wir vier Gleise machen? Nein. Oder wir machen drei Gleise und machen nur einen Zug. Nee, wir brauchen viele Züge. Wir brauchen viele Züge, wenn man das so. Zack, ist aber dann hier meinetwegen eingleisig. Okay, hier hin. Da waren wir am Güterbahnhof. Der muss jetzt hier nicht riesig sein. Da muss ich vielleicht noch sagen, ich weiß nicht, habe ich das nur in die Kommentare geschrieben als Antwort oder habe ich das schon erzählt? Weil es gab den Kommentar, wozu in München so einen großen Güterbahnhof hinstellen, wenn am Schluss dann sowieso nur ein, zwei Züge reinfahren, da wir ja die Züge hier kombinieren, also von den Gütern her. Das ist relativ einfach, weil wir hier Fegzüge raufstellen. Ich habe diese unsichtbare Lok wieder installiert bzw. aktiviert. Das heißt, wir können ohne Probleme hier Güterwagen etc. dann hinstellen. Weil sonst sieht es ein bisschen doof aus. Also eine Stadt wie München, die dann hier nur ein Gleis hat, das finde ich eben nicht wirklich ideal. So, in Süldorf sieht das eigentlich anders aus. Die könnten eigentlich einen Güterbahnhof gebrauchen, der vielleicht tatsächlich nur aus einem Gleis besteht. Wir nehmen mal dich hier. Ne, nehmen wir nicht, weil da haben wir dann halt tatsächlich schon nur die fünf Gleise. Was haben wir denn sonst noch? Lokschuppen mit Schiebebühne. Ach, das ist ein Depot. Okay. Wird benötigt, um Züge zu kaufen und zu verkaufen. Warum ist das Teil dann nicht beim Depot? Naja, ist ja egal. Das ist irgendwie falsch zugeteilt worden. Wir nehmen halt Kollege Kopfbahnhof, machen zwei Gleise und als Länge haben wir jetzt 80 Meter. Ich denke mal 200 müssen reichen. Dann machen wir dich doch irgendwie hier so quer hin. Ist ja sowieso das erste Lebenszeichen, sozusagen, was wir hier haben. Oder wir machen dich hier rein. Wenn wir schon einen Kopfbahnhof haben, wollen wir den eigentlich auch mitten in der Stadt drin. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich das irgendwie halbwegs parallel hinkriege, damit das auch ein bisschen noch was aussieht. Und mit der Straße da hinten müssen wir dann noch raus. Ist da tatsächlich das Gebäude weg? Naja gut, dann ist es weg. Das kaufen wir. Ich brauche die Schiene. Das macht hier ordentlich einen Bogen sozusagen. Und düst dann dort irgendwie rein. Dann haben wir das. Da sollen wir es doch irgendwie zweigleisig machen. Ja, wenn wir viele Züge wollen, dann müssen wir das Ganze natürlich wahrscheinlich wirklich zweigleisig machen. Jetzt muss ich aber gucken, wie bin ich denn hier rausgegangen. So.
Das heißt, wir müssten von hier kommend auch noch hier lang. Das geht nicht. Wie sieht es aus, wenn wir es so machen? Dann geht's. Zack, gebonkt. Okay. Hier lang, hier lang, hier lang. Hier rüber. So. Wenn wir natürlich dann da hinten tatsächlich ja, die Werkzeuge machen, dann hört sie auch auf zu blinken. Das ist dann der angenehme Nebeneffekt. Gut. Komme ich hier um die Kurve? Das könnte, ist genau die falsche Seite. Ah! Kappen wir. So, machen wir da rein. Ja, das geht dann genau nicht. Ich habe es befürchtet. Bisschen mehr Schwung nehmen. Jetzt müssen wir hier rein. Das geht echt nicht. Nee, geht echt nicht. Okay, kapp ich nochmal. Zack, zack, düt, düt. Was kommt denn da Schönes? Oh, die Busse. Ja, genau, die Blutspendebusse. Oh, neue Lokomotiven. Guck mal hier. Ich habe nochmal ein paar zusätzliche runtergeladen, damit wir auch ein paar Dampflokomotiven zusätzlich haben. Weil, solange wir hier im Dampflokzeitalter sind, kann es natürlich nicht schaden, wenn wir entsprechend ein paar von denen haben. So, kann das irgendwie... warum komme ich hier nicht rein? Das funktioniert so irgendwie nicht. Hä? Moment. Nochmal kappen. Ja, das ist dann, wenn man den Bahnhof so hinstellt, muss man sich nicht wundern, wenn man am Schluss nicht reinkommt. Nein, das müsste eigentlich trotzdem gehen. So, das ist die engste Kurve. Jetzt hier runter. Aha, und schon klappt. Jetzt müsste eigentlich hier auch funktionieren. Jawohl, bestens. Passt. Ich dachte gerade, da hätte es einen Knick drin, hat es aber nicht gehabt. So, machen wir die Weiche hier oben, weil der Bahnhof ist nicht ewig lang. Das heißt, wir können so eben auch noch ein bisschen ein paar Züge oder ein paar längere haben. Das ist immer noch der Schwebebahn. Signal, schade. Okay, einmal Signal hier. Einmal hier. Dann hier vorne natürlich. Das wäre dann zack hier. Das andere hier bräuchten wir auch noch. So, und hier in die Richtung. Bau dich mal hier hin. Ah, habe ich noch nicht angeschlossen. Mache ich gleich. Hier unten stimmt es natürlich wieder. Und hier vorne müssen wir dann halt einfach ins andere Gleis rein. Das wird funktionieren, nehme ich an. Gut, jetzt würde ich aber sagen, wir schließen hier erstmal den Kollegen noch an. Wie machen wir das am besten? Wir könnten natürlich jetzt einfach hier rein. Das würde gehen, dann wäre das Haus weg. Oder hier irgendwie. Mir würde eigentlich besser gefallen, wir würden es so machen. Gerne sogar mit einer breiten Straße schon. Dass die hier so lang geht. Ja, ich kann nicht ganz nach da vorne, sonst komme ich da natürlich nicht mehr raus. Okay, so. Irgendwie gerade raus und jetzt mal gucken. Ja, das geht noch nicht. Das geht aber, wenn wir ein bisschen in die Richtung düsen. Ja, jetzt ist dort dann doch noch ein Haus weg, aber das möchte ich eigentlich tatsächlich nicht. Ja, so geht's mit dem Schlenker, funktioniert das Ganze. Und das sieht doch eigentlich relativ nett aus. Dann können wir hier noch einen Kollegen LKW-Port hinstellen, werden wir dann auch machen. Jetzt möchte ich aber zuerst noch die Linie erschaffen. So, hier runter, dann können wir hier gucken. Ja, jetzt haben wir hier halt wieder diese Fleischfarbe. Ich mache hier mal ein fröhliches Hellblau draus und man sieht, das funktioniert dort. Und hier funktioniert es auch. Und das ist dann Treibstoff für, wie heißen die hier? Süls, was soll das denn heißen? Süldorf, okay. Sü, Moment, erst markieren. Na, come on. Jetzt. Süldorf. Okay. Und das ist dann Treibstoff, sogar mit Großbuchstabe. Halleluja. Süldorf. Treibstoff. Passt, Linie haben wir. Jetzt würde ich hier aber, bevor wir die Züge machen, sogar ganz kurz noch Kollege LKW-Portmann oder schnell gucken. Ja, wir müssen allen jetzt genau nach da hinten. Okay, dann machen wir hier einen LKW-Port hin. Warum nicht gleich sowas? Weil es geht ja um Flüssigkeiten. So, machen wir mal so. Zack, okay. Haben wir den Bahnhof? Ja, doch, den... Oh, haben wir den tatsächlich? Doch, doch. Moment. Ja, den haben wir. Gut, also dann wollen wir hier ebenfalls mit einer neuen Linie von hier nachher hinten. Jetzt haben wir hier natürlich noch keine Busse. Ich würde die sowieso vielleicht erst dann machen, wenn wir tatsächlich irgendwie hier Züge haben. Ich hätte hier gerne... Na, habe ich es dann? Moment, jetzt. Zack, das hier. Genau, damit wir den hier nehmen können. Und der kommt hier hin.
Und dann gibt es hier den Haltepunkt. Da müssen sie dort drehen. Das kann man dann auch noch ändern. Oder wir können mal gucken. Mal denen die Straße hier lang geben. Ja, sie drehen trotzdem. Halb so schlimm. Gut, und das wäre dann hier. Süldorf. LKW machen wir doch glatt raus. Industrie. Allerdings, wir schreiben es groß. So, LKW in Industrie. Haben wir auch. Was wir jetzt noch nicht haben, jetzt haben wir zweimal natürlich die Linie. Jetzt haben wir noch keine Depots. Beziehungsweise wir haben hier noch kein Depot und da vorne müssen wir eigentlich ein Depot haben. Da müssen wir eigentlich mit dem Zug reinkommen. Sollen wir zuerst die LKWs machen? Ich meine, dann haben wir das. Dann machen wir den Zug in der nächsten Folge, weil das dauert ja noch mal ein Momentchen. Müssen wir erst kaufen und dann möchten wir noch mitfahren. Von daher schieben wir das noch auf. Ist ja nur aufgehoben, nicht. Oder nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Gut, die Weiche haben wir, die Signale haben wir. Dann machen wir das, was wir wollten, nämlich Kollege Depot. Oh, jetzt ist tatsächlich noch was Neues gekommen. Guck mal, der Tiefgaragenstellplatz. Das ist ja wunderbar. Warum nicht hier? Wobei, ja, wie soll ich sagen, das ist irgendwie, das ist so ein kleines Dörfchen, aber egal. Wir machen hier tatsächlich das Teil hin. Und das wird uns dort das Häuschen kosten. Das spielt aber keine Rolle. Wir haben hier ja auch noch einen Besuchermagneten drin, in dieser Mod. Aber wir haben das Teil schon mal gepflanzt, sozusagen. Haben aber nicht feststellen können, dass hier ein Besuchermagnet drin ist. Vielleicht stellen wir es jetzt fest. Also, haben wir irgendwas, was hier schon ein bisschen nach Treibstoff aussieht? Nee, wir nehmen Kollege Benz. Der kann alles transportieren hier. Zack, lassen wir auf Automatik. Okay, Linie zuweisen. Das wäre dann hier. Na, natürlich auch gucken, wie die hier rauskommen. Schöne Fahrzeuge. Und da gehen tatsächlich die Böller runter. Da habe ich mal gesagt, dass die irgendwie über die Böller rüberfahren. Aber dem ist gar nicht so. Ne? Das ist ja sehr nett. Ja, sieht doch cool aus. Hier mit den Fahrrädern etc. Gefällt mir wirklich auch sehr gut. Okay, dann haben wir das. Was jetzt natürlich eben fehlt, das sind Züge. Die kommen in der nächsten Folge. Wir könnten ja ganz kurz eruieren. Ja klar, kommen wir hier vom Depot aus auf diese Gleise. Das ist ein leichtes hier mit diesem wunderschönen Depot. Na gut, dann passt das. Okay, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. In der nächsten Folge gibt es dann hier den nächsten Zug für unseren großen Güterumschlagplatz, der sich ja Gütermoloch nennt. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.